Die Ausrüstung spielt keine Rolle mehr, ist nur noch Optik, sondern wir kriegen anhand der Gespräche, die du führst mit NPCs, kriegen die jetzt quasi Zuneigung, aber Einfluss, Punkte. Okay. Was okay. quasi WXP für dich ist, bei denen Einflusspunkte. Und wenn du mit Limit länger erreicht haben, kriegen die nächste Stufe und so weiter und so fort. Und dadurch steigt halt dieser Präsenz-Attribut, was dann halt alles an einem Gefährten verbessert. Wir nehmen es dann wieder Schaden, blablabla. Yep. Und du kannst bei jedem Gefährten Rechtsklick machen und auswählen, sei es Heiler, Tank oder BW. Wie Gefährten? Was? Gefährten, kennst du doch noch. Nein. Die gab's aber schon seit Release, die Gefährten. Dann habe ich irgendwas falsch gemacht, weil ich bin immer alleine rumgelaufen. Ja. Nein, ernsthaft. Ich spaß nicht. Also, hä? Was? Du hast zum Beispiel den Himmelbotschafter gespielt. Ja gut, in dem Fall war ich, was war ich denn da? Irgendwas Helles, also von der guten Seite und... Soldat oder Schmuggler? Bitte? Soldat oder Schmuggler? Nee, Soldat. Ich bin kein Schmuggler. Okay. Keine Ahnung. So eine Klassen kann ich nicht. Okay, wenn du jetzt zum Beispiel Soldat bist, war dein erster Gefährte Arik Jordan gewesen. Diese Kante, die da nebenher läuft, oder was? Genau. Doch, okay. Kennst du doch eigentlich. Jetzt ja. Ich wusste gar nicht, dass man die... Aber das bedeutet ja als Gefährte, dass man die auch befehligen kann. Ja, mit dir zusammengekämpft. Wir hatten bis jetzt immer eine feste Rolle gehabt. Zum Beispiel Arik Jordan. Jordan war halt ein Tank gewesen. Ein Fernkampf-Tank. Du musstest so eine entsprechende Ausrüstung geben, wenn du mit dem spielen wolltest. Damit der auch immer entsprechend halt gut ist. Okay. Ja, krass, kannst man es über sich als falsch gemacht haben. Krass. Und wenn du dann halt in Gesprächen halt dabei hattest, wie man dir mag und wie man dir nicht mag. Wenn du das gesagt hast, was ihm nicht gepasst hat, hast du Ansehen bei ihm verloren. So, wenn du gemacht hast, die ihm gefallen, dann hast du sehr gefallen, dann hast du dann Bonuspunkte, also Rufpunkte oder Zuneigungspunkte bekommen. Yep. Und je höher deine Zuneigung zu dir war, desto besser wurde er auch wieder. Zusätzlich zu der Ausrüstung und deinem Präsenzwert. Das war also so ein typischer Arschlecker. Okay. Also die Gefährten waren dann schon doch sehr stark, wenn du die richtig ausgerüstet und den Ruf sehr hoch hattest. Das war aber viel. Ich glaube, ich habe dann wirklich ganz gehörig was falsch gemacht, ganz im Ernst. Die sonstigen Dinge sind mir gerade so ein bisschen neu. Ja, und wie gesagt, hat halt jede Klasse, hat dann 5 verschiedene Gefährten gehabt. Kriegst du auf dem Weg bis Level 50 hast du die gestaffelt dazu bekommen für die Story. Dann war zum Beispiel der erste war ein Fernkampf-Tank gewesen, der zweite war dann ein Nahkampf-DD, der dritte war dann ein Heiler gewesen, der vierte war dann ein Fernkampf-DD und der fünfte halt ein Nahkampf-Tank. So, dann konntest du dir halt im Endeffekt deinen Spielstil halt hinterher aus. Für deinen Spielstil aussuchen, welchen Pferden du mitnimmst. Sobald du die ja hast, kannst du ja mitnehmen, einen von denen. Und entsprechend ausgerüstet und halt mit dem gespielt. Als, ich sag mal, als Nahkampf oder als DD generell hast du ja einen Tank mitgenommen, weil es einfacher ist. Oder wenn du einen Tank gespielt hast, hast du dir halt entweder den Heiler oder den DD mitgenommen. Du bringst mir gerade echt Sachen bei, krass. Ich hab's, nicht lange gespielt, aber doch sehr intensiv, aber scheinbar offenbar war ich so blöde oder ich habe das Spiel so sehr nicht verstanden, dass ich diese ganzen Dinge nicht weiß, ganz ehrlich, krass. Ja. Was ernsthaft? Ich glaube es ja. Aber was vielen halt gestört hat, ist, dass die möchten lieber mit einer bestimmten Gefährten spielen, der aber nicht die entsprechende Rolle hat, dass das zusammenspielen hat gepasst hat.
Also wenn du zum Beispiel als Tank bist und spielst mit einem anderen Tank, also Tank-Gefährten zusammen, das ist ja Quatsch. Stimmt. Und du möchtest ja trotzdem mit dieser Figur gerne spielen, weil einfach... Ja, Style. Und ich meine, die Figuren, die quatschen auch beim Kämpfen. Jupp. Ja, und das ist Ambiente, das gehört dazu. Genau. So, das haben die gesagt, wie das so geändert, dass du halt einfach mit Pferden freischaltest. Mhm. Und kannst ihm zu jeder Zeit außerhalb vom Kampf die Rolle zuteilen, die du nehmen soll. Also Tankheiler und Damage-Healer. Und Ausrüstung spielt keine Rolle mehr, sondern ist nur Optik. Mhm. Sondern und wird nur noch von dem, der Zuneigung zu dir und beeinflusst. Super. Aber so, der war schon stark. Guck mal, ich bin Level 41 mit dem neuen Charakter. Und Jaser ist jetzt Level 15 von der Zuneigung. Von 15 von 50. Der wird schon doppelte Lebensenergie als ich. Macht doppelte viel Schaden als ich. Entschuldigung. Noch nicht. Überleg, ich bin Tank, ich habe 10.000 Lebenspunkte. Krass, krass, Und Jaser ist Damage Dealer und hat 18.000 Lebenspunkte. Wie bitte? Und klar, auch doppelt so viel Schaden aus sich. Heftig, okay. Das will ich jetzt umskillen. Ich kann ja jederzeit ich glaube, der Abo kann ja auch kostenpflichtig umskillen. Mhm. Und mit dem Vermächtnis kannst du einen Perk kaufen, der dir die Möglichkeit gibt, egal wo du bist, einfach auf Reset drücken und dann seine Skills weg. Dann kannst du umskillen. Krass, okay. Das sind jetzt auf DD umskillen, macht immer noch doppelt so viel Schaden wie ich. Mhm. Weil die Gefährten, also ich finde, die haben da wieder Mist gebaut. Krass. Weil die viel zu stark sind. Also verstehe mich nicht falsch, aber durch die Erzählung, durch das Sprechen, lerne ich gerade sehr viel über das Spiel. Ich hab's viel gespielt, aber warum zum Henker bin ich immer da alleine rumgelaufen? Ich check das nicht mit den Gefährten ganz im Ernst. Lass sie runterspielen mit mir. Nein, ohne Scheiß. Ja, vielleicht bevor ich meinen PC gekauft habe, habe ich dieses Drecksgame deinstalliert, ganz im Ernst. Ich war so gefrustet, ich war so mordsmäßig angepisst. Ja gut, ich meine, auf der anderen Seite, es ist ja immer noch ein MMO und es macht eigentlich mehr Sinn, mit anderen Leuten zusammen zu spielen. Das ist wahr, keine Frage, aber na gut, ne, das wusste ich halt zu dem Zeitpunkt nicht, dass das auch einige andere Leute hier spielen. Nicht so schlimm. Aber wir haben das Spiel wieder so dermaßen geändert, dass es gar keinen Grund mehr gibt, mit anderen Leuten zusammen zu spielen. Außer wenn du mal ein Flashband machen möchtest. Okay. Also das ist gruppenunfreundlich geworden. Das ist immer schon gewesen. Okay. Das war schade. Deswegen habe ich ja damals nach Release, nach 2 Wochen, ich hatte noch nicht mehr übermäßig gespielt. Ich war nach 2 Wochen schon auf Max-Level, habe alles gesehen an Flashpoints und wusste nicht, was ich machen sollte nach 2 Wochen nach Release. Das Spiel hatte halt nichts mehr. Boah, das ist traurig. Dann habe ich natürlich erstmal Pause gemacht. Deswegen wurde es irgendwann Free-to-Play. Genau, weil sehr bedauerlich. Die meisten haben nach dem freien Monat schon wieder aufgehört, weil es einfach nichts zu tun gab im Spiel. Ja. Und ich habe ja immer nachgeschaut und dann kam dann halt das erste Add-on und bin wieder zurück. Da hat sich schon wieder einiges geändert, kam viel dazu und hat es wieder gelohnt zu spielen. Okay. Aber gut, das machst du dann auch immer, dann, bis du alles wieder durch hast und wartest dann, bis der nächste Content kommt. Klar, ja. Das habe ich halt immer so gemacht, immer kurz vor dem Add-on, so einen Monat vorher, bin ich wieder eingestiegen, habe schon mal alles nachgeholt, was ich verpasst habe. Und dann mit dem nächsten Add-on das alles wieder gemacht, bis alles wieder durch war. Mhm. Und es wieder langweilig wurde und dann wieder aufgehört. Also mache ich natürlich auch wieder. Gute Tote wahrscheinlich wieder 2 Monate, also jetzt noch mal 2 Monate, bis alles durch ist und wieder langweilig wird. Okay. Aber die haben da über das Vermächtnissystem. Ach Mann, Alter, ich bekomme nur das Maul hier. Oh Mann. Entschuldigung. Das ist kein Problem. Aber Leute, ich mach mich jetzt mal vom Acker. Jo, hau rein. Also, gutes Nächtle. Hau rein. User disconnected from your channel.
gibt es ein Vermächtnissystem. Wenn du einen ersten Charakter erstellst, ab Level 10, glaube ich, kannst du ein Vermächtnis erstellen. Mhm. Und da sind automatisch alle deine Charaktere vom selben Server mit drin. Das heißt, wenn du jetzt. Das geht sich halt darum, dass du kannst im Familienstammbaum quasi, ist das dann. Kannst du dann auch deine Figur zuteilen, welche Figur, also fürs Rollenspiel los. Yep. Welche Figur von dir, wie zu der anderen Figur steht und sowas. Achievements werden da drin, accountweit dann, also auf dem Server, festgehalten. Dann gibt es globale, Global Unlocks, zum Beispiel imperiale Klassen. Yep. Ich meine republikanische Klassen. Hm. Wenn du mit dem Jedi Botschafter zum Beispiel der erste Kapitel 2 der Klassenquest, die Klassenstory abschließt, gibt ja vier Kapitel. Wenn du das Kapitel 2 abschließt, kriegst du freigeschaltet einen Emote, den du dann mit jedem Charakter, den du danach erstellst, auch benutzen kannst. Also halt Vermächtnis gebunden ist. Na, okay. So, dann kriegst du noch einen Buff dazu, wenn du Kapitel 3 abschließt. Ach, sag ich schon. Ah, doch. Genau. Und der ist auch runtergesetzt. Vorher musstest du Kapitel 3 abschließen. Mhm. Dann jede Klasse hat jetzt einen eigenen Buff gehabt. Wie zum Beispiel. Yep, yep. Ist nochmal die Gelehrte hatte dann alle Attribute um 5% erhöht. Mhm. Okay. Und allgemeine Schadensreduzierung um 10% hat diese Buff verursacht. Aha, okay. So, wenn du jetzt die Gelehrten dann Kapitel 3 abgeschlossen hast, aber es ist jetzt mittlerweile Kapitel 2. Dann wird dieser Buff für alle Charaktere freigeschaltet. Heißt, wenn du dann danach jetzt zum Beispiel den Schmuggler spielst, der hat zum Beispiel diesen Buff, die kritische Trefferchance um 4% erhöht hat. Dann hast du den Einzel aktiviert, hast aber zwei Buffs angehabt. Weil du hast ja schon mit dem anderen Charakter einen Buff allgemein für das Vermächtnis freigeschaltet. Jo. Und so hast du das halt mit allen vier Charakteren gemacht, die es gibt. Ne? Also die Gelehrte, der Ritter, also die Ritter, der Schmuggler und der Soldat. Mhm. Und dadurch, das sind alle vier Buffs, die es überhaupt gibt in dem Spiel. Jo. Wenn ich einmal die Buff-Taste drücke, habe ich automatisch alle vier Buffs aktiv, weil ich ja schon alle vier Klassen entsprechend Kapitel freigeschaltet hat. Und das ist dafür ist halt das Vermächtnis da. Okay. So, und wenn dann halt den Ruf. Dann mit einem Gefährten alle Ruf ganz hoch hast, alle Gespräche gemacht hast und hast auch alle Quests für den abgeschlossen, kriegst du dann noch extra Buffs freigeschaltet. Hm. Also passive Buffs freigeschaltet, die immer aktiv sind. Zum Beispiel, nicht Buffs, du kriegst Pluspunkte auf, einen Bonus auf Stats. Zum Beispiel eine gibt permanent. Ist ja quasi ein Buff. Ja, das wird nicht nur angezeigt, sondern es ist dann automatisch schon mit eingerechnet. Eine gibt zum Beispiel plus 10 Bonus auf Präsenz. Und er hat automatisch jeder Charakter, den du erstellt hast, hat diese plus 10 auf das Attribut. Oh, okay. Ja, dann habe ich schon zwei von freigeschaltet, die diesen plus 10 geben. Andere gibt dann halt plus 10 auf Ausdauer, was auch immer. Das gilt dann auch für die Imperialklassen, das wird dann auch alles zusammengezählt. Mit dem Bast halt nicht. Dann kannst du jetzt Spezies freischalten, wenn du zum Beispiel diesen Pfiff spielst. Jo, ja. Da gibt es auf der Pfiff-Seite die Rasse Pfiff. Und wenn du die Klasse, wenn du also die Rasse mit irgendeiner Klasse auf Level 50 spielst,
Dann ist die Rasse in den ganzen Account freigeschaltet und kannst sie sogar auf der Republik-Seite spielen, was ursprünglich nicht möglich war. Krass. Ja, eine reine imperiale Kasse werden. Okay. Also, ne? So kannst du das dann freischalten. Mhm. Du kannst dann halt quasi halt alle Rassen freischalten. Für beide Seiten. Nicht schlecht. Ja, und dann kannst du dir noch Vorteile. Ja, also richtig Vorteile. Du kannst ja schon so eine Art Vorteile freischalten. Mhm. Für den ganzen Account. Zum Beispiel für dein Raumschiff. Dass du einen Briefkasten oder ein Auktionshaus auf deinem Schiff hast. Krass. Immer, Schnellreisen oder zum Beispiel dass diese Schnellreise-Fähigkeit hat also immer eine Stunde Abflugzeit gehabt. Ja, hast du die Schnellreise gemacht und hast du eine Stunde Abflugzeit gehabt. Und über das Vermächtnis kannst du das, wenn du es entsprechend hoch genug hast, das Level ja auch mit der XP, die du machst. Yep. Kannst du das dann halt einmal um 30 Minuten auf jeden Fall kannst du dann die Schnellreise auf 10 Minuten runterkaufen quasi. Dass du nicht mehr eine Stunde warten musst, sondern nur noch 10 Minuten. Okay, verstehe. So, jetzt haben die es aber nochmal geändert. Hatten das ursprünglich, das Skill generell die Cooldown-Zeit verkürzt. Mhm. Wenn du die 3 Punkte gekauft hast, ist der Instant wieder bereit. Das heißt, du kannst den aktivieren, machst das, was du willst, aktivierst nochmal und kommt es wieder zurück. Hm. Ach, Mann! Und dann gibt es halt noch so Perks, die du nur mit dem Charakter nutzen kannst. Also für deinen Charakter freischalten kannst. Yep. Aber das ist nicht.